Die heutige Folge wird präsentiert von HelloFresh. HelloFresh bin ich schon seit längerem sehr, sehr gern Kund. Wir haben sie vor 2,5 Jahren oder so zum ersten Mal als Partner gehabt. Dort habe ich sie entdeckt und seitdem immer wieder mit großer Freude. Vor allem, wenn ich weiss, ich würde gern kochen, aber ich werde ein bisschen wenig Zeit haben, um mir überlegen, was kochen und vor allem auch einkaufen. Weil gerade wenn man irgendwie frisch will kochen, ich wohne allein, ich habe einen kleinen Kühlschrank, ich kann mir jetzt nicht irgendwie eine Woche im Voraus frische Produkte dort rein tun und dann erwarten, wenn ich endlich mal einen Oben frei habe, die dann zu kochen. Und bei mir ist der Oben frei meistens am Sonntag, dann wird es nochmal schwieriger mit einkaufen. HelloFresh erledigt das für einen. Man kann jede Woche von über 30 neuen Rezepten aussuchen. Ich kann mir Vorlieben angeben, zum Beispiel Fleisch und Gemüse oder Fisch und Gemüse. Es gibt aber auch Veggie, vegan, familienfreundlich, unter 650 Kalorien oder möglichst schnell, alles Mögliche. Kann man sich persönlich zusammenstellen auf Anzahl Personen, wie viele Mahlzeiten pro Woche und danach wird einem das alles einfach heimgeliefert. Nämlich mit Rezept und mit allen Zutaten, die man braucht. Und zwar genau so viel, wie man auch braucht. Weil das ist etwas, wo ich sonst auch immer wieder mal Probleme habe. Dann will ich mal etwas Spezielles kochen, muss für das irgendetwas Spezielles kaufen. Und von dem habe ich dann zu viel und danach bleibt das liegen. Und wenn es etwas frisch ist, dann muss man es wegschmeißen. Das heisst, es ist auch noch sehr, sehr hilfreich gegen Food Waste. Also, wenn ihr stressfrei und fein wollt kochen, dann probiert HelloFresh aus. Und dank der Partnerschaft mit HelloFresh könnt ihr von bis zu 40% Rabatt auf die ersten Kochboxen profitieren. Und zwar mit dem Code FEELGOOD. Alles im Stück. Wir machen natürlich auch noch Links in Shownotes, wo ihr direkt draufklicken könnt. Das ist für alle Menschen in der Schweiz und Liechtenstein. Gibt auch für Österreich und Deutschland Rabatt. Mehr Infos und Links zum Einlösen von den Codes findet ihr, wie gesagt, in den Shownotes. Und ganz wichtig, der Code FEELGOOD ist für neue und auch ehemalige KundInnen gültig. Also jetzt profitieren von bis zu 40% Rabatt bei HelloFresh. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Aber das schreibe ich mir nachher noch auf, Bella Vista. Pizzeria. Mamma mia, du. What a sight. Al dente, du. Bist du beim Al dente? Ja. Mama schickt mich einfach irgendwo her und nimmt das Telefon nicht ab. Wir sind noch am Aufnehmen gesehen. Wir sind gerade fertig geworden. Aber du bist auch sehr früh. Ja, Entschuldigung. Andere sind Sport wahrscheinlich. Ja, ich meistens. Gut, läuft. Geil. Also, man würde anfangen, außer du willst noch mal dir zuschauen auf dem Bildschirm. Ich habe verzögert, warum? Ja, das geht halt den Weg. Ah. Das geht von der Kamera, geht auf sein Pult und dann geht es auf den Ja, 2024. Okay. Gut. Gut. Rolf, wir haben es wieder mal geschafft. Ja. Ja? Joel, schön, danke. Ich danke dir. Du bist jetzt vom Bündnerland hier angefahren. Ja, es ist einfach selten, dass man wegen mir auf Graubünden kommt mit dem ganzen, mit dieser ganzen Verzögerung, mit dem Equipment. Das ist mir schon klar. Nein, ich bin gerne wieder einmal Auto gefahren, schon lange nicht mehr. So lang. Wirklich? Okay. Auftritt? Ja, Auftritt, aber das ist, habe ich jetzt Juli, August keine gehabt. Ja. Yeah. Weil ich es nicht mehr brauche. und weil es mich anschießt im Sommer, ist jetzt heiß, bin in der Ferien. Und jetzt fährt es wieder an im September. Aber weil ich es brauche, weil ich Juli und August keine hatte. Aber du hast ja so ein halbes Wohnmobil. Mit dem bist du nicht viel rumgefahren. Gut, Wohnmobil ist, danke vielmals, das schmeichelt mir jetzt ein bisschen. Es ist ein VW-Bus ohne WC, ich musste es kaufen, so ein kleines, wo man so zusammenklappen kann. Und das ist aber so, erst, wenn man es gelernt hat, oder?
Ja, ja, natürlich. Und das hat so Säckchen drin. Und es ist so eng oben, dass man kriegt gerade alles rein. Aber es ist wirklich cool. Man kann das aufstellen, wo man will und so. Super. Aber sonst hat es nichts drin. Und man kann schlafen, man kann kochen. Hat einen ganz grossen Kühlschrank, was sehr wichtig ist für ältere, alternde Männer. Mit dem bin ich unterwegs, ja. Aber nicht beim Theater, ist schade. Nein, aber ja, wegen weit fahren. Ah ja, so, eben so Ferien, so ein bisschen Ferien, das ist schon cool. Da. Ja, weil du hast mir mal erzählt, es gibt eine Webseite, wo man sich Platz reservieren kann, wo aber nicht offizielle Campingplätze sind per se, sondern du kannst wie sagen, keine Ahnung, bei diesem Bauernhof möchte ich jetzt vorbeikommen und dann läuft das. Nomadi heisst das, ja. Das, ja, es gibt so viele Bauernhöfe, jetzt auch in Italien habe ich gesehen, Österreich, Deutschland, auch in der Schweiz sehr viel, wo einfach so zwei, drei so Büsschen Platz haben. Verlangen ein bisschen etwas, meistens hast du eine Dusche, ein WC und Strom. Und dann bist du irgendwo auf einem Bauernhof, ein bisschen nebendran, manchmal mit zwei, drei anderen Leuten, aber nicht mehr. Ja. Yeah. Das ist richtig, richtig... Abenteuer, wie früher. ich finde es hurenlässig. Aber eben, das ist etwas, was du eher seit Neuerem machst. Ja, seit halt seit Corona wahrscheinlich, da, ja, wo da Millionen von Menschen haben wollen, so ein Büsschen oder ein Campingbus, was weiß ich was, und die Campingplätze überströmt haben. Mhm. Das ist ja, hat mit Camping ja nichts mehr zu tun. In der Sommerferien sind wir im Wattland gewesen, in der Schweiz Ferien machen. Genf eine Woche und zwei Wochen im Wattland. Mhm. Rate jedem einmal zu machen. Wirklich wunderschön. Ich rate aber auch jedem, der das einmal will machen, drei Wochen, ein Jahr lang sparen. Es ist wirklich, die Schweiz ist schon hure verdammt teuer. Es ist einfach teuer. Das Dreifache, was ich drei Wochen ausgebe, wenn ich auf Griechenland gehe. Unglaublich. Aber es ist wunderschön. Und dort sind die Campingplätze natürlich gefüllt mit so Bussen. Das sind Burgen. Das ist mit Camping nichts mehr zu tun. Das ist eine Burg. Wie sagt man denn? So eine Mittelalter-Burgenferien eigentlich. Yeah. Und man hat auch keinen Kontakt mehr. Das hat sich auch geändert. Die sind alle in diesen Burgen drin und das hast du bei Nomadi, bei den Bauernhöfen hast du das natürlich nicht. Das ist, da musst du dem anderen noch Grüezi sagen. Und hast aber Kontakt mit diesen Leuten, das finde ich schon cool. Das willst du auch? Ja, ich bin seit 40 Jahren Campi. Ja. Yeah. Bin ein Camperboy. und das finde ich mache das gern. Aber das ist jetzt schon 2024. Das ist eine Herausforderung, finde ich. Okay. Ich habe es ja noch nie geschafft zu campen. Ich bin noch nicht dort. Das ist okay. Also, du wärst einer mehr, wo die Plätze verschwendet. Ja, genau. Aber ich wäre wahrscheinlich auch mit so einer Burg. Wenn ich könnte, würde ich wahrscheinlich... Ja, natürlich. Nein, das andere ist, dass man einen tollen Endermann hat. Mit den Zelten noch. Natürlich brauchst du eine Burg. Das, ja, ist... Geht nicht anders. Nein. Weil ich habe ja die Buch gelesen. Kann ich jetzt stolz hier behaupten. Ja. Dass ich es effektiv gelesen habe. Was ich dort lustig gefunden habe, ist der Begriff von Ferien, wie es bei dir früher noch gesehen ist, als Kind. Was geheißen hat, man muss Ferien machen. Oder eben, macht man überhaupt Ferien? Weil es hat es nicht gegeben zuerst. Und dann sind mal Leute bei euch ins Dorf gekommen, die Ferien gemacht haben. Und dann ist es überhaupt ein Begriff geworden. Ja, das ist dort zuerst mal als Kind. Zuerst mal nachschauen, wie man das schreibt. Und das sind Deutsche gewesen, Herr und Frau Scheib. Er hatte so eine Hühnerfabrik in München. Ganz noble, also grosse, nicht nur zwei, drei, also keine Ahnung, Tausende von Hühnern. Und hat immer so gut geschmeckt nach Old Spice. und der Geschmack, den habe ich jetzt noch in der Nase, und das ist No-Go, das kann man nicht mehr, das ist so giftig. Das, man kann das auch nicht mehr, das kann man nicht mehr, das gibt es glaube ich auch nicht mehr, es gibt es noch, ich habe es gesehen, aber das macht man nicht mehr. Aber dazu hat es so gut geschmeckt, er hat einen Mercedes gehabt, natürlich, ja. Das ist auch wow,
ab und zu haben wir mit ihm mitfahren. Und die Frau, die hat ganz viel so Märzentüpfchen im ganzen Körper wahrscheinlich, also im Gesicht vor allem, und ist eine Amerikanerin gewesen, Frau Scheib und yeah. so. Und die sind immer zu uns gekommen in Ferien, und dann haben wir dann eben erfahren, dass die wirklich Ferien machen. Und das haben wir nicht gekannt, meine Schwester und ich, weil mein Papa und Mama haben nie gemacht. Also sie haben dann müssen, nachher. Einmal bin ich mit meinem Papa auf einer Alp rauf, 7 Tage, grauenhaft gewesen, und einmal mit meiner Mama in einem Bergdorf, wo 7 Tage Nebel hatte. Also auch nichts gesehen. Und das war nur etwa vielleicht eine halbe Stunde vom Dorf entfernt gewesen. Also Ferien. Ja. Wann hast du denn selber angefangen Ferien zu machen? Dann mit etwa 16. Ja. Ja. Und das ist was gewesen denn? Das war ein Fehler mal gewesen. Mit einem Kollegen bin ich im Juni auf Mykonos. Und Mykonos ist die Schwuleninsel. Mhm. Und die sind alle dort im Juni. Und das haben wir natürlich nicht gewusst. Und dann ist so, wir zwei junge Burschen. Und das war so meine erste Ferien, die ziemlich in die Hose, also in die Hose, also, das jetzt, kann man jetzt so nicht sagen, in die Hose. Das war sehr aufwendig, gewesen, um dort wieder zu verschwinden. Aber wunderschöne Insel, aber einfach zu viel gleich. Und ist mittlerweile, glaube ich, auch sehr teuer geworden. Das ist möglich, ich bin nie mehr nachher. Aber Old Spice gibt es im Fall wirklich noch. Ich habe das mal für einen Kollegen kaufen, den ich in den USA gesehen bin. Ja. Der hat gesagt, bring mir von dem und von dem und von dem. Dann habe ich glaube, einen Koffer habe ich nur gefüllt mit Old Spice, wow, für ihn. Geil. Und dann habe ich gefunden, eins von diesen Deos, das probiere ich jetzt einmal. Ja. Und dann habe ich eins von diesen Deos, habe ich mir so einen Roller, oder? Ja. Und nach 2 Tagen habe ich so einen Ausschlag gehabt. Man weiß es, es ist auch giftig und es ist einfach noch gibt, finde ich noch verrückt. Das ist wirklich, das ist Next Level. Ja, ganz, genau. Ganz schlimm. Jetzt kommt der große Moment, Rolf. Ich weiß gar nicht, ob ich dir erzählt habe, dass wir jetzt ein neues Konzept haben bei dem Podcast. Ah, das ist eben Joel von Mutzenbecher. Das ist nicht mehr wieder Überraschung. Sie sind auch in einem ganz anderen Haus. Nein, wunderbar. Sag mir dein Konzept. Oh nein. Ich weiss, ich habe es dir mal gesagt, aber ich habe es dir nicht nochmal gesagt, wo wir letzte Woche telefoniert haben. Okay. Das ist der Punkt. Weil es heisst ja Feelgood Podcast. Ja. Ja, das heisst, der Gast sagt, was für ihn Feelgood ist. Ja. Ja. Also vor allem Englisch. Nein, einfach die Sachen, die dir gefallen. Das ist eigentlich das Einfachste. Wow, was im Moment sehr schön ist bei mir, ist ein bisschen machen können, was ich will. Also ich habe glaube ich, das Level 8 von der Freiheitsskala habe ich erreicht. Hm. Ja, es ist. Und, so, also die geht bis 50 oder bis 10? Das ist jetzt noch schwierig, ich weiß natürlich nicht, was noch kommt, aber ich denke, nein, bis 50 geht es nicht, aber sagen wir bis 10. Aber dann ist 8 sehr gut, ja. Ja, bin irgendwo, glaube ich, fast dort. Aus dieser Gefangenschaft, jetzt in den letzten 40 Jahren, in die Freiheit rein, das ist schon ein Top-Gefühl. Was ist die Gefangenschaft gewesen? Ja, jeder von uns ist halt, sagen wir mal so, vor der schon bei der Schule ein bisschen, es ist eigentlich schon bei der Geburt, dort merkst du es einfach noch nicht genau. Aber nachher wirst du ja ständig eingesperrt, mit Schule müssen gehen, mit Arbeiten dann. Dann hast du ein bisschen Zeug. Es ist nicht schlimm, aber es ist natürlich auch, bist ja gefangen in dem Dings drin. Dann hast du Kinder, denkst, nein, nochmal gefangen, der Raum wird immer kleiner auch. Bis dann einmal alles auflügt und dann probierst du dich nicht mehr selber anzulügen und befreist dich aus diesen Ketten. Und dann musst du einfach immer wieder aufpassen, wenn die Enkel kommen, dass sie nicht wieder fangen lässt. Und das klingt mir nicht immer, aber meistens. Und jetzt bin ich so, im Moment gerade bin ich recht, recht frei. Das ist viel gut. Wie machst du das fest? Oder wie fühlt sich das an, dass du frei bist? Aufgrund von was merkst du das? Wieder schnaufen können. Frei schnaufen, schön, einfach
Freiheit, das ist so, das Schweben, das Fliegen. Fliegen, yeah. Fliegen, davon fliegen. Natürlich geht es, also ich lüge mich natürlich jetzt auch selber auch ein bisschen an, aber es ist so, ich bin immer wieder auf dem Sprung. Es klappt immer wieder ein bisschen mehr. Ja, so 2 Meter fliege ich jetzt ohne Problem. Aber das ist also wirklich nur intern, das ist einfach das Gefühl in dem Fall. Irgendwie hat sich das auch von... Ja, viel. Ja. Nein, aber eben, was ist genau anders, dass du jetzt das Gefühl von Freiheit hast? Einfach weniger Verantwortung. Ja, jetzt nicht nur mein eigenes Leben, wo ich gestaltet habe, indem ich das und das gemacht habe. Das heisst nicht, dass ich das bereue. Das heisst auch nicht, dass das scheiße war. Überhaupt nicht. Und jetzt auch im Beruflichen ist natürlich der Druck, der wegfällt. Das Zeug, das ich mache, mache ich jetzt einfach, sagen wir mal, ich habe es immer schon gerne gemacht, aber jetzt vielleicht wie doppelt lieber nochmal, weil ich keinen Druck mehr habe. Ja, einfach weil du es willst machen. Wenn jemand will, kann er mich haben und wenn es klappt, ist es cool, wenn es nicht klappt, ist es nicht so schlimm, weil es geht ja weiter. Mhm. Ja, ich brauche es eigentlich nicht mehr. Ja. Und bin aber froh, dass ich es noch habe. Ich habe ja die AHV jetzt. Was viele noch nicht wissen, ich bin pensioniert. Genau. Hat das dazu beigetragen? Zu dem Gefühl von Freiheit? Ja, schon ein bisschen. Es macht auch Angst. Also Pension hat mir auch Angst gemacht. Das ist wieder etwas, wo mich gefesselt hat, natürlich. Mhm. Existenzängste oder ein bisschen Angst, was passiert, verdammt mich nachher. Letztens hatte ich wirklich so ein bisschen einen kleinen Depro-Anfall gehabt. Bin ich 2 Tage bin einfach nicht aus dem Nest raus, weil ich zum Beispiel mit 10 kann, 15 Jahren bin ich 80. Und das kommt jetzt natürlich, das ist so Zeug. Also, es geht jetzt schneller, bis tot, wenn alles gut geht. Und das sind so neue Gefühle halt, wo ich jetzt ein bisschen lernen muss, mit dem umzugehen. Ja, wie du vorher gesagt hast, die Gefühl von Gefangenheit fängt schon in früh an, oder? Und Schule zum Beispiel ist ja eher schwierig gewesen, so als Grundthema bei dir. Aber auch, weil du in einem Dorf gewesen bist und du bist einer der einzigen Schüler gewesen. Ich habe nichts dafür, dass man 1959 oder 58 muss da irgendetwas passiert sein, wo man nicht sich hätte weitergeben im Dorf. Ich bin wirklich der Einzige, ja. Wie ist das gesehen? Du merkst es an der Schule. Ich merke ja das nicht, habe ich nicht gemerkt in der Schule. Yeah. Ich habe einfach nachher gemerkt, wie man nichts, also man kriegt dann halt, man hat wie nichts gegenüber, wo man kann sich so ein bisschen ein Wettbewerb ist. Und das hat natürlich bei mir nie stattgefunden. Ich bin so gut gewesen, wie ich dumm gewesen bin und umgekehrt. Also das ist so, das merkst du schon nicht als 7-Jähriger. Ja. Und das hat höchstens der Lehrer gemerkt und der hat sich nicht getraut, meinem Vater das zu sagen, dass da etwas nicht stimmt. Weil er ja gewusst hat, dass es nicht an mir liegt, sondern an ihm. Weil er einfach keine Zeit gehabt für mich, weil er ja noch andere gehabt hat, 27 andere Mädchen und Buben. Aber nicht auf deiner Stufe? Nein, da bin ich wirklich der Beste gewesen. Halt bis zur 6. Klasse. Ja. Yeah. Genau. Aber das ist auch gut gewesen, das ist bis heute noch so. Mich interessiert dafür auch so Zeug nicht. Wenn ich einen guten Tag hatte oder wenn es gut gelaufen ist an einem Abend, dann ist es lässig. Und wenn es nicht so gut gelaufen ist, regen sich andere mehr auf als ich. Das ist ja dann nicht wie halt Pech. Ich bin so ein Tagesläufer. Und das hat vielleicht mit dem auch viel zu tun gehabt. Ja, das habe ich bei mir immer festgestellt, dass irgendwie, es gibt Leute, die haben ja wie Angst vor der Bühne. Also sie wollen es trotzdem machen, aber sie haben so ein bisschen Angstgefühl vor, eben, was könnte sein, wenn jetzt der Auftritt nicht so gut läuft. Und es ist immer so ein bisschen mit so einer Angst verbunden. Und also das, frage ich die Leute gerne, was ist, wenn sie nicht lachen und so. Und irgendwie ist das immer gekoppelt mit Angst. Und ich habe das Gefühl, die ist bei mir von Anfang an, eben auch in der Schule, ist die wie nicht rumgesehen, weil ich bin in Steiner Schule und dort hast du ja einfach dürfen machen, wenn es heisst, wenn jemand etwas will vortragen, einfach melden. Und dann bin ich halt irgendwie dort reingelaufen und gesagt, ich will etwas machen. Und dann machst du etwas und es lacht niemand.
Und dann halt gehst du heim, es ist Mittag. Weißt du? Ja. Und eine Woche später sagst du, ich will wieder etwas machen. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass eben das Gefühl von Angst, wo irgendwie mehr in der Theorie sich kann aufbauen kann, dass das dort in der Praxis schon einfach nicht vorhanden gesehen ist. Das, also, so wie ich dich kennengelernt habe, glaube ich dir das. Das spielt mir, ja, das spielt mir aber anders. Ich habe immer ein bisschen Angst gehabt, dass ich nicht genüge. Mhm. Und. Ah, das habe ich auch, aber das ist für mich ein globales Thema. Ja. Aber auf der Bühne, das ist natürlich schwierig auch. Es hat 2, 3, 4, 5, vielleicht auch 10, 20 Mal nicht funktioniert, das Ganze in diesen 30 Jahren. Also wirklich nicht funktioniert. Yeah. Und dann hast du natürlich das Gefühl, hast du natürlich dann einfach immer irgendwo im Hinterkopf. Darum hat man ja Lampenfieber. Darum hat man ja auch ein bisschen Respekt vor dem Ding. Wenn das nie würde passieren, dann würde alles gut sein. Und das ist eben jetzt vom Feel-Good-Gefühl her im Moment, das ist nicht mehr da. Das ist weg. Yeah. Das ist mir sowas von, das Zeug, das ich bringe, ist gut. Und wenn ihr das nicht annehmen könnt, dann ist das nicht mein Problem, sondern das ist dann euer Problem. Und zum dort herzukommen, hat es jetzt 60 Jahre gebraucht. Und das ist lässig, wenn man dann, glaube ich, mal dort ist. Hast du mal so eine Phase gehabt, wo wirklich das Gefühl hast, egal was ich mache, es funktioniert einfach immer? Nein. Nicht? Nein, das ist vor dieser Sache, glaube ich. Nein, das habe ich nicht gehabt. So, ich habe immer hinterfragt. Ich bin schon leider halt auch ein bisschen Hinterfrager immer. Aber ein Helikopter in Zürich. Das gibt es bei uns sehr viel, bei den Bergumfällen. Nein, ich hinterfrage sehr viel. Aber eben, ist das denn wegen dir, weil du es hinterfragst, oder hast du das Gefühl, es ist nicht gut angekommen? Es ist noch schwierig auf der Bühne, hat man manchmal das Gefühl, es ist nicht gut angekommen, man hat manchmal das Gefühl, es ist sehr gut angekommen. Und wenn du eine andere fragst, ist es manchmal das Gegenteil. Ja. Yeah. Also man kann es wie nicht beurteilen, glaube ich, auf der Bühne, wenn man selber auf der Bühne steht. Nein, auf der Bühne kannst du es wie nicht. Nein, das ist ganz schwierig. Also ich zum Beispiel, wenn ich nachher den Aufnahmen los, dann kann ich es besser beurteilen. Dann merke ich, dass mein Gefühl und die Wahrnehmung danach, dass das nicht immer miteinander stimmt. Ja, ja, aber das geht global nicht so. Die Wahrnehmung ist ganz schwierig bei einem selber, wenn man auf der Bühne steht. Und ein bisschen merkt man es, wenn die Leute grölen. Also, sie müssen ja nicht immer grölen. Also, manchmal ist es ja auch lässig, wenn sie Ruhe haben und keine Ahnung. Es ist ja nicht immer durchgrölen. 2 Stunden, das ist ja fast nicht möglich. Nein, das aber ist auch nicht wichtig. Ein von meinen Lieblingsmomenten ist, dort habe ich so fest lachen, dass ich gar nicht mehr laut lachen konnte. Dort habe ich ja einfach Tränen gelachen. Und dort habe ich gemerkt, eben, es ist jetzt nicht ein Grölen, sondern ich bin einfach. Ja. Es hat mich einfach verrissen im Sinne von, ich lache einfach Tränen. Also bei dir selber? Nein, bei dir. Wo ich dich geschaut habe. Oh, danke. Ja! Bei dem Moskito. Aber der Moskito Nummer. Ja, das sind so. Ich habe das halt schon noch gerne. So Momente, wo man einem Publikum etwas vorspielt, wo das Publikum sagt, jetzt ist, glaube ich, Zeit für ihn zum Abtreten. Ja, und das haben sie, glaube ich, schon gern. Mega. Nicht alle, aber der Großteil hat das gerne. Das ist cool. Und ich will ja auch ein bisschen Spass auch vorne. Genau. Auf der Bühne. Genau. Ja. Und ich habe von dir einen wunderbaren Tipp gekriegt, den ich effektiv genutzt habe. Und es ist einer meiner Lieblingsmomente im Programm, wenn ich dir gesagt habe, ich habe da andere Nummern überlegt und die ist so und so. Und ich weiß aber noch nicht, wie ich aufhöre. Und dann hast du gesagt, einfach aufhören. Und zwar wirklich so im Sinn von, ich habe wie ein Ende gesucht. Ja. Und dann hast du gesagt, aber der Moment, wo das fertig ist, ist es oft fertig. Und dann kommt das Nächste. Genau. Und das ist so ein schöner Moment, weil ich dann natürlich etwas gefunden habe,
wie ich das trotzdem kann schliessen kann, aber das andere effektiv fertig ist. Und darum danke, das habe ich von dir. Ja, das ist cool, weil ich glaube, eben, der Moment, wo man einfach aufhört, findest du, was du jetzt gefunden hast, den Übergang. Und das ist eben cool, wenn du den findest in dem Moment. Und dann kann man ihn wiederholen oder andere Schluss finden. Und wir haben früher, der Hardy und ich, bei Nummern haben wir immer so Abschlüsse gesucht. Und haben eigentlich immer wieder ein neues Fenster aufgemacht, anstatt abgeschlossen. Und das haben wir jahrelang, jahrzehntelang so gemacht. Und irgendwann habe ich dann angefangen, einfach Schluss machen, auch ohne Schlusspoeten oder so Zeug. Und es ist, wie du jetzt sagst, es ist dann immer etwas auch entstanden. Yeah. Wie so, manchmal auch nur Töne, Tack und und die Leute sind noch nicht blöd. Also die sind überhaupt nicht blöd. Die merken das. Und das ist nochmal Komik, glaube ich. Das ist eigentlich. Es ist nur noch geil. Und vor allem, es kann eben jedes Mal anders sein. Weil da, man probiert ja dann das zu erklären, eben mit einem, oder oh mein Gott, irgend so etwas, oder? Und das ist cool. Ja, also das habe ich sehr zu Herzen genommen und es funktioniert super. Das ist cool. Wirklich? Ja. Ja. Wie du hast gerade den Hardy erwähnt, das ist ja, eben mit ihm schreibst und er hat ja auch eigentlich dein Buch geschrieben, sozusagen. Deine Geschichte von ihm geschrieben. Genau, das ist auch während der Pandemie passiert, wo wir irgendein neues Programm haben wollen machen und dann einfach gemerkt haben, nein, es ist irgendwie wie gut und so. Und dann haben wir aber schon ein paar Geschichten gehabt und dann haben wir dann uns entschlossen, ein Buch daraus zu machen. Also aus Luther. Nicht langweilig, aber so mehr, kommen wir machen nochmal etwas anderes. Schau, da ist es. Und ich habe extra den Sticker, wo drauf steht, was für ein tolles Buch, Stefan Büsser. Da habe ich ja extra vom Plastik weggenommen und nochmal aufs Buch geklebt. Wow. Ja. Ja. Genau. Ja, und dann habe ich gewusst, der Hardy ist der Schreiber, nicht ich. Das kann ich nicht. Und dann habe ich erzählt und am Anfang, das war lustig, gewesen, hat er auch von Schreiben. Und dann habe ich das natürlich immer müssen durchlesen und am Anfang hat er nicht so gut funktioniert. Hat mein Vater, also es ist immer so am Anfang, so die erste Geschichte geht es ein bisschen um meinen Vater. Und was ich nicht wählen habe, ist eine Abrechnung. Mhm. Und der Hardy hat gnadenlos abgerechnet. Für dich? Für mich, ja. Und das geht natürlich gerne, das habe ich nicht wählen. Dann haben wir aber uns schnell mal verstanden und irgendwann hat es geflutscht und super gesehen. Ja, weil was ich wirklich schön finde, es sind ja alles einzelne Kurzgeschichten und natürlich ist es trotzdem mit einer gewissen Chronologie, aber es ist nicht, ich erzähle von A bis Z, sondern es wird einfach wie immer eine kleine Welt aufgemacht und in dem wird dann eben zum Beispiel die Feriengeschichte erzählt oder so. Und trotzdem ist mega für mich, auch bevor ich mal bei dir gesehen bin und überhaupt das Dorf gesehen habe, ist mega die Welt in meinem Kopf da gesehen, einfach von eben dem Bub, der in dem kleinen Dorf in Graubünden aufwächst und eben was dort in, wie will ich sagen, in dem kleinen Kosmos, wo nicht viel passiert, ja trotzdem dann wahnsinnig viel passiert. Oder? Und die Welt ist mega zu mir übergekommen. Ja, dann haben wir es geschafft. Ja, yeah, also, das ist ziemlich für mich immer schlimm gewesen. Mein Vater ist so ein ganz viel Moral in sich drin gehabt und so. Und das ist etwas, wo ich nicht will. Das ist, Moral macht so weh, finde ich. Und eine Biografie habe ich eigentlich auch nicht wollen. Das sind einfach Geschichten aus meinem Leben. Und ich kenne mich ja selber. Jetzt kann man einfach eine Geschichte lesen, die nicht allzu lang ist. Man kann es auf die Seite stellen und zwei Wochen später kann man es nochmal vornehmen und man kann einfach weitermachen, ohne dass man ein Wissen muss haben, was die Geschichte vorher war. Yeah. Und das haben die Leute, die wir jetzt so geschrieben haben, noch gerne gehabt. So wie ein Feriendings oder auf dem Nachttisch ist das Buch noch, das man ab und zu vornimmt. Und das ist cool, dass es so, und 240 Seiten, also ist auch nicht so wahnsinnig viel.
obwohl zum Schreiben ist sehr viel. Und Geschichten sind Geschichten, wo alle stimmen. Sie stimmen alle eigentlich 100% mit ein bisschen noch die Schrauben anzogen. Ja. Yeah. Wie es ja muss sein. Wie es auch muss sein, genau. Habe ich immer das Gefühl. Also am Schluss, gerade wenn man Geschichten erzählt, ist ja das Ziel, dass die Geschichte gut ist, oder? Ja, so muss es, glaube ich, sein. Yeah. Ja. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und Namen ist ja noch so in einem Buch noch eine wichtige Geschichte, dass dann die Namen, entweder stimmen es 100%, dann musst du fragen, die noch leben, yeah. Oder du veränderst sie leicht. Ja. Yeah. Und das haben wir auch nicht gewusst und jetzt wir haben alle ihre richtigen Namen drin, außer einer nicht, der Lehrer, der heißt anders, der lebt aber noch, hat es gelesen. Das heisst, die Frau hat ihm vorgelesen, sieht nichts mehr. Okay. Und hat Freude gehabt. Und hat gemerkt, dass er das ist. Aber ist alles okay. Gerade weil ich sagen will, also die Namen, die ich erkennt habe, die stimmen ja. Aber ja, ja, das ist eigentlich wichtig, dass man die richtigen Namen rein tut, scheint's. Ja. Aber du musst die Leute fragen, sie müssen einverstanden sein. Sonst kannst du je nachdem ein Problem haben. Nachher. Ja, ja, ja. Aber gut. Also es steht ja jetzt nie etwas mega Schlimmes. Nein. Über jemanden drinnen oder so. Nein. Also. Eben, es sind ja auch keine Abrechnungen, wie du das sagst. Nein. Sehr gut. Hast du noch ein anderes Feelgood? Meine Stimme, meine Damen und Herren, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen. Entschuldigung, aber es kommt, meine Stimme. Ein anderes Gut. Was habe ich noch? Also, ich muss ehrlich sagen, es ist eben das Büssli. Ja. Yeah. Wo ich gekauft habe. Yeah. Wie gesagt, ich bin ja jetzt pensioniert und dann kriegst du ein bisschen Geld da und dort. Es ist hoch wenig. Und ich bin ein bisschen sparsamer gewesen und habe da und dort auch ein bisschen heimlich auf die Seite getan. Nein, ich habe das Büssel gekauft und das ist schon, meine Frau war natürlich völlig dagegen gewesen. Sie hat das nicht so cool gefunden und irgendwann hat sie es auch nicht gehört, dass sie zu einer Freundin gesagt hat, ach, er muss auch etwas haben. Und die Büsse sind teuer. Auf jeden Fall, es ist schon cool. Es gibt ein sehr gutes Gefühl. Ich kann es noch nicht voll geniessen mit dem Büsse, weil es ist noch zu viel. Wir haben auch einen Sohn, der Daniel, ist am Buch drin, ist im Rollstuhl und der kommt jedes Wochenende heim. Yeah. Und das ist immer, und das wird so bleiben, solange wir leben. Und das ist halt immer so ein bisschen als Hin und Her, dass er dann halt mal ein Wochenende allein muss sein und man muss es sehr gut planen und das ist im Moment ein bisschen schwierig noch. Yeah. Aber das Büssli gibt mir eine gewisse Freiheit, obwohl das stimmt natürlich sowas von nicht. Das ist, ich lüge mich da extrem selber, es kostet extrem viel und ich bla 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 und so, aber es gibt das Gefühl von einem guten Gefühl, von einem Freiheitsgefühl auch. Weil der in der Theorie jederzeit irgendjemanden annehmen kannst. Genau. Ja. In der Praxis nicht wirklich. Nein, nicht wirklich. Also es hat ja immer mehr Alte, die leben bis 200. Und meine Schwiegermutter hat letztens gesagt, es wird 90. Hat sie gesagt, er will mich einfach nicht. Und die haben dann zu ihr gesagt, ja, überleg warum, gell? Also mit er will mich, hat der liebe Gott gemeint. Und sie werden schon immer älter. Und mir wahrscheinlich auch. Und es hat so viele alte Menschen umeinander, wo du denkst immer, warum, wenn ich im Januar irgendwo her, warum hat so viele Leute, die klar, hat eben auch viel derig auch wie ich und die Jungen hat es auch, kommen auch immer mehr, es ist zum Kotzen, nein, man ist nicht mehr allein, das stimmt schon recht. Das Gefühl ist dort nicht mehr so, aber eine Herausforderung, um wieder das zu finden. Ja. Yeah. Das ist jetzt mein neues Ding. Und mit dem Büssli findest du das bisschen? Ja, da kannst du natürlich, also wichtig ist, dass man dann nicht 1000 Fotos macht und das irgendwo postet. Hast du wieder alle dort, wo ich dann hergehe. Das ist halt heute auch ein bisschen das Problem. Aber es gibt schon Orte, wo
wo wirklich niemand ist. Ja. Bist schon mal in Skandinavien gesehen, campen? Zweimal schon, ja, in Norwegen. Ja, dort kannst du ja überall. Dort kannst du überall und hat nicht so viele Leute, weil es halt relativ viel regnet, glaube ich, kalt ist. Aber Skandinavien, glaube ich, alle, Schweden, Norwegen, Finnland und so, haben ja jetzt schon das Problem, dass immer mehr jetzt kommen, weil es eben kühl ist. Ja. Yeah. Und die werden in 2-3 Jahren, vielleicht in 10 Jahren, werden die das gleiche Problem haben wie Rimini. Gehen einfach alle dort rauf, das ist noch verrückt. Scheiße, kannst du wirklich nie mehr. das liebe ich halt immer, wenn du so auf Social Media siehst, irgendwie so ein Bild von so einer Bucht oder so, wo jemand allein steht und denkst, das ist das zweite Bild, wie sie Schlangen stehen, genau, zum schnell das Foto machen von der Bucht, genau, wo man dann allein steht. Oder? Genau. Ja, es gibt schon viele Menschen auf der Welt. Ja. Es gibt viele Menschen auf der Welt und die wollen natürlich alle das Gleiche sehen und erleben. Und man lebt ja, glaube ich, nur einmal. Alles wunderbar. Kein Thema. Okay, erzähl mir noch ein bisschen vom Büssli. Ich weiß, du hast mir privat schon viel von dem Büssli erzählt. Aber das ist ja dann auch, wenn deine Frau sagt, er soll auch mal etwas haben, das sind ja dann auch noch so kleine Freuden in dem Büssli. Ich weiß das auch von schon nur meinem ersten Auto. Dann findest du ja auch irgendein Hebel, findest du ja dann so geil. Weißt du, weil du hast das Hebel und du hast irgendwie noch. Nicht eine wichtige, aber irgendeine kleine Funktion da und dort. Ja, und was eben cool ist, seit wir YouTube haben, es gibt tausende von YouTube-Filmen über so Büssli, was man alles noch zusätzlich, optional dazu kaufen kann. Und das sind massenweise von, und ich bin, dort bin ich ein bisschen labil. Da fange ich auch so Sachen kaufen. Es gibt zum Beispiel so einen Pariser, der heisst wirklich Pariser, wo man dann über das Dach dort, über das Hochdach dort, wenn es kalt ist, habe ich natürlich müssen haben, unbedingt. Brauch selten, bis fast nie. Dann gibt es so zum Beispiel in allen VW-Bus ab dem 5T haben bei der Heizung die Lamellen sind falsch verkehrt aufgesetzt. Und das erfährst du eben auch bei den YouTube-Filmen. Die musst du rausnehmen und auch verkehren, weil die Lamellen gehen gegen den Boden und die müssen eigentlich gegen rauf gehen. Ah. Und in allen Büsseln, also das Büssli kostet neu gegen die 100'000 und die sind alle falsch montiert und das erfahrt und das haben alle geändert und tatsächlich Stand hat sich brauchst eigentlich auch nie, aber das muss einfach richtig sein und das sind kleine Freuden in dem Bus drin. Yeah. Und auch der Bildschirm, der ganz gross ist, wo und 8 Boxen hat es drinnen, also wenn du voll aufdrehst, dann dröhnt natürlich wie wahnsinnig. Ja, schon. Und so das Freudeli da drinnen. Also man schläft gut, jemand oben, jemand unten, weil nebeneinander schlafen, das ist so eng. Mhm. Das ist irgendwie ein 1,40er Bett und das brauchst du mit 65 einfach nicht mehr. Daheim haben wir ein 2,50er, also wir können so schlafen und wir bewegen, also wir haben immer noch keinen Körperkontakt und im Büssli mit 1,40, das geht gar nicht. Und jetzt sie schläft oben und ich unten, weil ich muss einmal mehr raus in der Nacht. Ja. Yeah. Genau. Und das geht, das sind keine Freuden. Aber die anderen Sachen, die kleinen Sachen, die man dazu kaufen kann, yeah. Das ist schon cool. Und wenn es 8 Boxen hat, los ist Musik drin? Mhm. Ja, was ja. Puh, also zum bisschen Leute aufregen, so, keine Ahnung, was habe ich letztens gelost? Etwas Lutz, Led Zeppelin habe ich gelost. Geil, das ist meine Lieblingsband. Ja, ich habe es eben auch gern. Dann Deep Purple habe ich letztens auch ein paar Ampfen und so. Und sonst, wenn es ganz schlimm ist, Schlager und so, höre ich nicht. Italienische Sachen. Ja. Yeah. Paolo Conte habe ich gern. Ist auch geil. Je nachdem, so ein bisschen von außen hocken bei einem Glas Wein. Jeder zweite Mann trinkt jeden Tag ein Glas Wein, habe ich im Radio gehört. Wirklich? Das Jahr durch, das ist noch viel.
aber gut halt. Und kochen tun wir noch viel selber. Ja. Ja. Und da brauchst du natürlich auch noch einen Grill, einen extra Grill, den ich gekauft habe für draussen. Also du hast einen Grill und dann hast du noch so Kochplatte. Ja, aber dort machst du nicht viel. Ein bisschen Wasser, weil es stinkt nachher im Bus. Ah, yeah, ja, okay. So, jetzt habe ich mich geoutet. Als Camperbünzli, danke vielmals. es hat schon eine Romantik, ich verstehe es. Und ich habe wegen Skandinavien gefragt, weil das war wahrscheinlich meine erste Destination. Weil, was kannst du machen? Du kannst natürlich an einen Ort gehen. Dort kriegst du so ein fixfertiges Büsschen. Und dann kannst du mit dem so viele Tage da willst, 7, 10, 14, was auch immer, quer durch Skandinavien und dann gehst du am anderen Ort ab. So. Ja. Und ich glaube, das war so für mich, vom Ausmaß her, war das momentan das Maximum für so einen ersten Campingtrip. Unbedingt. Ja. Yeah. Unbedingt. Also, ich habe schon zwei, also das ist der dritte. Ja. Yeah. Einmal habe ich einen heimlich gekauft. Wieso? Bin in so einer Campingausstellung und dann habe ich so ein 7 Meter langes Teil gekauft. hoch. Da hat dann 4 Betten drin gehabt und eine Dusche und WC und alles und so. Und bin wirklich, dann bin ich heimgekommen und gesagt: Schau, ich habe da etwas. Und dann hat meine Frau einen Schock gekriegt und das hat sich nie können annähern, weil das ist nach 6 Jahren habe ich den verkauft. Das ist einfach nie gut gewesen. Dort habe ich einen Fehler gemacht, dort hätte ich fragen sollen. Yeah. Und habe nicht. Und mit dem sind wir eben aus Skandinavien gewesen und das ist natürlich schon ein Hammer, oder? Wenn es ein Schiff draussen und du siehst alle Holländer Zelt aufstellen und du sagst der Frau, machen wir noch einen Kaffee oder so. Oder die Heizung aufstellen, so, das ist schon cool in Skandinavien. Und es ist halt auch weit. Es ist, du brauchst halt Platz zum Schlafen und bequem. Es ist weitläufig, das Ganze. Ja. Yeah. Und der zweite, den du dann gekauft hast? Der war ein bisschen kleiner gewesen, aber auch, dort habe ich gefragt. Ja. Yeah. Und dann ist die Beziehung zu dem Büsschen auch schon besser gewesen. Ist dann näher dran gewesen. Aber es war auch so ein 6 Meter langer gewesen. Und irgendwann hast du schon gemerkt, du bist nicht so flexibel mit diesen Dingern. Und mit dem Büsschen bist du natürlich, das ist wie ein PW. Ja, yeah, ja. Yeah, du kannst auf jeden Parkplatz, jedes Parkhaus und. Und hast mit den anderen nicht können. Kennst du die Geschichte von dem Amerikaner, der angeblich sich so einen Bus gekauft hat? Dann hat er den Tempomat eingestellt und gefunden, Tempomat fährt ja für mich. Und dann ist er sich einen Kaffee machen. Und dann ist er so, bei der nächsten Kurve ist fahrt er gerade. Noch so ein bisschen über eine Schanze. So in dem Amerikaner Stil. Halt. Kenne ich. Weil da muss man ja dann aufpassen. Mit Gadgets, aber nicht zu viel, nicht zu viel ausreizen. Nein. So, yeah. Da ist sie wieder mal, die überraschende Unterbrechung mitten in der Folge. Ganz kurze Info für die, die es noch nicht gehört haben oder nicht haben wollen hören. Mein aktuelles Programm Zero hat nochmal ein paar Tourtermine. Die meisten sind auch schon im Vorverkauf. Jetzt auf www.joelvonmutzenbecher.ch. Ganz tolle Support-Acts dabei. Leila Ladari, Benjamin Delay, Matteo Gutenrath, Jose Britza und Teddy Hall. Also könnt schnell jetzt Tickets kaufen und dann könnt ihr die Folge weiterhören. Bis dann! Gut. Hast du sonst noch ein Feel-Good? Was habe ich noch? Das ist schon schwierig. Also, im Moment habe ich so ein richtiges Hoch halt. Mit allem. Es kommt mir das ist schon mega geil. Ja, ist wirklich mega cool. Mit all dem. Mit all den, man steht natürlich auf und hat da weh, dort weh und da und überall so. Aber es ist auch ein Gefühl halt von wow, mach jetzt etwas, macht halt weh, wenn es nicht mehr weh macht, bist du tot. Und mit der Frau komme ich gut aus, Gott, ich schaffe jetzt noch ein Jahr, komme ich gut aus. Was nachher kommt, muss man schauen. dann habe ich drei Enkel, mit denen komme ich auch, mit denen sehe ich, also die kann ich, also die muss ich ja. Die gehen mir eigentlich nichts an, denn eigentlich ist es wirklich gut. Auch keine finanziellen Buffer, wenig Freunde,
Das ist auch ein Tipp, den ich allen gebe. Wenig Freunde haben, weil dann musst du dich nicht darum kümmern. Und wirklich, es läuft einfach, es läuft rund. Yeah. Ja. Eben, hast du das Gefühl, das ist einfach wegen den Umständen, oder hast du das Gefühl, bei dir hat sich auch irgendwie etwas geändert? Ja, schon. Also in Pension gehen, das ist ja irgendein Name, der im Kopf ist. Yeah. Lang, oder? Ja. Yeah. Es gibt Leute, die sich mit 20 schon freuen, wenn sie pensioniert sind, wenn sie sich anschießt und so, bla bla bla. Das ist einfach so eine Geschichte. Und irgendwann hast du das. Und dann ich habe jetzt einfach das Glück gehabt, dass ich immer so arbeiten durfte, wie ich arbeite. Mhm. Frei, mhm. Eigentlich. Und bei mir hat sich nicht viel geändert. Es war nur eine Kopfgeschichte, ein Jahr lang jetzt. Yeah. Habe ich so ein bisschen gehadert, eben. Lange denn der Scheiß auch? Also irgendwann, es läuft jetzt ja noch weiter, mindestens ein Jahr oder anderthalb sogar, habe ich Aufträge. Und das ist alles gut. Aber irgendwann ist natürlich schließt da mein Fenster, oder? Und das ist auch gut so. Und dann hast du dann einfach einen Teil, und von dem habe ich schon ein bisschen Respekt gehabt. Mhm. Und das ist jetzt im Moment, ist mir egal. Yeah. Es ist so, es kann morgen ja fertig sein, und dann habe ich nicht gelebt, und das schießt mich an. Also mein Wunsch ist schon, auf dem Sterbebett zu sein und zu sagen, wow, ich habe nichts ausgelassen. Mhm. Und ich bin uren nahe dran, dass ich wirklich nichts ausgelassen habe. Und das ist einfach auch ein sehr gutes, viel gutes Gefühl. Also du hast ja nicht irgendwie noch eine Liste von Sachen, die du irgendwie musst abarbeiten oder so. Die sogenannte Löffelliste, ja. Habe ich gelernt von einer Mitautorin von der Blanke Imhof, nenne ich die Blanke wohl, die ein Buch geschrieben hat, die Löffelliste. Mhm. Das sind dann eben die abarbeitende Geschichten. Nein, habe keine. Eben darum ist es mehr so eine grundsätzliche Einstellung von das Leben genießen. Ja, wenn ich jetzt morgen sterben würde, wäre es okay für mich. Ja. Ja. Das hast du aber noch nicht so lange, das Gefühl. Nein, das ist jetzt wirklich relativ neu, seit ein paar Stunden. Nein, seit ein paar... seit jetzt. Nein, seit ein paar... Also noch nicht, wirklich noch nicht lang, seit ein paar, vielleicht 2-3 Monaten. Yeah. Ja. Ja, weil, wenn du von der Pensionierung redest, denke ich so, eben, wenn man freischaffender Künstler ist, ist es wirklich schon vom Lebensstil her sicher noch an einer Pensionierung. Aber man macht sich selber eben noch einen Druck. Das heisst, eben, genießt man, wenn man zum Beispiel mal nicht schafft, genießt man das dann auch wirklich? Dann bin ich immer so ein bisschen so zwischen den Welten, oder? Dass man sich auch wirklich muss sich selber geben, sagen, heute ist jetzt im Fall wirklich gut, heute kannst du es einfach lassen, weil es ist Sonntag. Oder irgend sowas, ja. Weißt du? Ja, das ist sehr wichtig. Ja, aber ja. Das... Nein, schwierig. Das ist auch in unserem Beruf die Privilegien, wo wir dürfen haben, yeah. Wo wir kriegen, wo wir dürfen haben, wo auch richtig ist so. Also das weiß ich schon von ganzem Anfang weg. Irgendwann hast du die nicht mehr, oder du hast nicht mehr so viel wie wenn du voll drin bist. Mhm. Irgendwann hast du nicht mehr, und das hat bei mir vom Hirn her absolut gestimmt. Yeah. Und dann passiert's. Irgendwann passiert, dass man weniger hat, weil man halt auch weniger Auftritt hat oder weniger Auftritt will auch und nicht mehr so in der Öffentlichkeit ist, nicht mehr so in der Öffentlichkeit will sein, und dann verliert man die Privilegien. Mhm. Und das ist nicht schlimm, ich find's, im Moment finde ich es cool, aber wenn es anfängt, ist es so ein bisschen das... Die Leute drehen sich nicht mehr so schnell um. Ah, der Rolf, Bubaba, das ist nicht mehr. Das ist alles nicht schlimm, das muss auch verschwinden. Yeah. Und vor allem ist es aber auch bei deinen sogenannten Freunden. Also darum habe ich dann irgendwann mal ein bisschen Stopp gemacht, zu mich wie orientieren. Zu wem gehe ich? Wer ist für mich wichtig? Und das sind die sich gemeldet haben bei mir. Ja. Yeah. Und das sind nicht viele gewesen. Du bist zum Beispiel einer davon. Das sind nicht so viele gewesen. Und der Rest fliegt, muss rausfliegen.
weil das ist ja nur Stress, oder? Ich will ja nicht mehr der geile Zier sein. Also die müssen mich gern haben als Mensch und nicht mehr als Comedian oder als, yeah. als weil ich jetzt ein paar Privilegien habe. Das yeah, interessiert mich einfach nicht mehr. Und dann hast du wirklich so einen Stopp gemacht? Ich musste, weil auf das Mal haben mich die Leute davon langweilen. Weil junge Leute erzählen mir ja Sachen, die ich schon weiss. Also weißt du, was bei mir ja alles schon passiert ist. Und das, ja, das ist schwierig, das würde bei dir auch noch kommen. Schon schauen, so einfach die jungen Comedian auch. Also ich mag die, weißt du, es haben ein bisschen einen anderen Humor, der sich da entwickelt. Das ist voll okay, das war bei uns genau gleich. Sie erzählen mir aber über Probleme. Das ist auch nicht schlimm, aber wo ich ja alles auch erlebt habe. Yeah. Dort ändert sich null, nichts. Und das ist aber nicht schlimm, aber es gibt dann auch so Sachen, daheim. Weißt du, bei meinen Freunden daheim, die jünger sind, der Hardy, mein Schreiber, ist gleich alt wie ich. Yeah. Wir haben das gleiche Problem manchmal. Oh Mann, ist so langweilig, was du erzählst. Haben wir alles erlebt und so. Und ich habe es noch nicht ganz geschafft, manchmal einfach die Schnorren zu heben und zuzuhören. Yeah. Und kein Tipp geben. Also, was soll das Scheiße? Also, man muss ja wie selber drauf gehen. Aber zuhören, das kann ich noch nicht gut. Und das lerne ich noch. Und das ist so ein neues Ziel. Zum dann Szene erreichen von dem. Aber eben für das muss man auch spannend finden, was erzählt wird, oder? Ja, weißt du, grundsätzlich, der Großteil ist natürlich spannend auch, weil jedes Leben ist ja zum Glück auch anders, oder? Yeah. Aber gewisse Sachen funktionieren gleich. Ja. Yeah. Also der Werdegang, glaube ich, von einer Bühne, das ist gleich. Jeder hat Scheissauftritt gehabt. Jeder bla 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 und so und bei den Freunden oder junge Eltern, wo bei mir klagen, wie schwierig das ist mit Kindern. Ja, verdammt, ich habe drei Kinder, jetzt habe ich drei Enkel. Das ist so wie alles schon mal durchgehaut, oder? Yeah. Und du kannst auch keine Tipps geben, nichts. Ja, ja. Ich bin ja wie selber durch, oder? Und das ist so noch, das ist tricky. Das ist mir ganz neu, ist das bei mir, dass so die Wiederholungen. Ja, vor allem, was ich gemerkt habe, wenn ich einen Tipp kriege, dann ist der so persönlich gefärbt, dass es mir meistens gar nichts bringt. So. Weil es ist ja dann so fest auf die eigene Erfahrung und was dort auch immer mit der gleichen Thematik dieser Person widerfahren ist, ist so stark von dem gefärbt. Und ich dann merke, aber das hat ja dann gleich auch nichts mit meiner Welt zu tun. Nein. Es ist auf Papier die gleiche Situation, aber es ist ein anderer Mensch und nochmal andere Sachen involviert. Bringt eben ein Tipp gar nicht so viel. Habe ich auch merken, wie es eben Tipps geben. So. Ich gebe hauptsächlich nur Tipps in der Comedy. Und dort sage ich auch immer, nimm es oder nimm es nicht, das ist nur eine persönliche Meinung. So. Aber das Einzige, was passieren kann, ist, dass jemand irgendwie 4 Jahre später kommt und sagt, jetzt habe ich verstanden, was du damals gesagt hast. Aber ja, aber immerhin. Man muss es durchmachen, selber. Ja. Das bringt alles andere nicht. Ja, ja. Ja, ist schwierig. Aber es ist auch, wie auch cool. Also so, wie sagt man, der weiße alte Mann oder die weiße alte Frau und so. Ja. Ich glaube, das hat so ein bisschen damit zu tun, dass man so viel, also wenn man das Glück hat, zum alt werden, oder 65 ist ja kein Alter mehr, aber eben meine Schwiegermutter 90, der Zweite Weltkrieg mitgemacht und. Also das ist ein Wissen in dem Hirn drin. Yeah. Das ist unglaublich, da muss ich nichts vormachen. Nur nichts. Ja, ja. Und das ist so, ist ein cooles Gefühl. Man muss einfach aufpassen, dass man nicht überheblich wird. Yeah. In dem Gefühl drin vom weißen Sein. Yeah, yeah. Das ist ein Scheissdreck, oder? Du weißt zwar viel, aber hast noch viel. Musst wieder lernen, dass nicht der Junge auf den Sack gehst, wie ganz viele alte Menschen das machen. Das ist auch so. Also, das hoffe ich, dass man mir denn das sagt. Ich habe eine Familie, glaube ich, wo ähnlich tickt wie ich, nicht alle, aber ein Großteil, wo mir das auch sagen würde. Yeah. Jetzt heute gehst du mir wieder auf den Sack und so. Und das ist auch, macht zwar weh, aber das ist wirklich nötig. Weil so einfach werden wir nicht, glaube ich, im Alter. Ich habe das Gefühl, das einfach so, merke ich so ein bisschen bei meinen Eltern und wenn ich mit irgendwie Leuten im Umfeld rede und ihren Eltern und so, was einfach ist, so
in dem Alter, etwa jetzt, wo du bist, ist so meine persönliche Erfahrung, dass die Menschen, was auch immer ihre Eigenheiten sind, die werden stärker. Und eben die Flexibilität, nochmal irgendetwas daran zu verändern, die wird deutlich weniger. Das heisst, was auch immer schon, sagen wir, kauzig gesehen ist oder eben schon ein bisschen eigen, das wird einfach noch ein bisschen aufgedreht und in allem anderen lässt man es dann. Ja, es hat schon etwas. Es hat etwas, es ist schon das. Und darum glaube ich auch, bin ich immer wirklich dankbar, auch wenn ich immer wieder in so Mixed-Show dabei sein bei euch Jungen. Yeah. Das ist so eine Befreiung, genau von so Sachen. Yeah. Also, was du jetzt gesagt hast, stimmt natürlich absolut. Und dort dürfst du dann halt bei diesen Jungen bewegen. Und das tut gut. Das tut beiden ja gut, oder? Irgendwie. Ja, mega. Und das ist ein riesen Privileg, das wir haben. Das haben ganz viele, die irgendwo 30 Jahre in einem Geschäft arbeiten, eben nicht mehr, oder? Mhm. Die sind dann halt mit diesen Leuten zusammen. Ja, ja. Nicht schlimm, aber das ist so undenkbar bei mir. Darum bin ich auch relativ viel noch bei meinen Enkeln, weil das ist so geil, was die rauslassen. Das ist einfach, und sie lieben mich, weil ich ja nicht, ich bin noch nicht viel mehr weiter als sie eigentlich, bei gewissen Sachen. Aber das ist so, das ist eine Chance, um halt immer ein bisschen verrückt zu bleiben. Ja. Yeah. Aber ich denke auch, dass das Comedy für das natürlich wirklich Wahnsinn ist, weil du aus allen verschiedenen Altersbereichen und Hintergründen einfach die Leute zusammenkriegst. Eben, wenn du eine Mixed-Show machst, ist es immer so, es sind so unterschiedliche Menschen, die eine grosse Gemeinsamkeit haben, was ich eben denke, das hast du sonst selten. In der Familie kannst du vielleicht eben noch über Generationen und so und sind die Leute ein bisschen eigen, aber es ist die Familie. Aber dass du wirklich mit Fremden, sage ich jetzt mal, einfach mit nicht Menschen aus dem engsten Kreis in Kontakt kannst treten. Und dann halt auch noch ein bisschen intensiver, weil man geht irgendwie noch zu Nacht essen und dann sollte man irgendwie in denen eineinhalb Stunden, weil man ja auch noch ein bisschen miteinander reden, zum Teil. Ja, ja, das ist, ich finde eben auch, dass es... Es ist bei den Comedians ist es so ein gesunder Wettbewerb auch, also bei den Mixed-Shows yeah. sowieso, ein gesunder yeah. Wettbewerb, wo ich nicht jetzt merke, oh, jetzt muss ich und nichts. Man macht einfach das Zeug und das ist wunderbar. Wenn man redet miteinander, ist auch also wirklich cool, man lässt sich zu und bla bla bla, macht irgendetwas. Was ich immer wieder beobachte, ist, dass bei den Musikern, ist ja, finde ich, völlig anders. Also die Musiker sind so irgend so Moral-Kasperlis, wo einfach zum Teil so viel Scheiße erzählen, wo der Göller letztens gehört, die Jungen sind doch nur noch am Handy, sie schauen nur noch am Tablet und dann denke ich so, ja, und? Also wir haben 2024, schauen jetzt einfach in das Handy rein. Das, weißt du, das gibt wirklich keinen Sinn, das Gespräch. Yeah. Oder Stefanie Heinzmann, weil, mein Gott, das ist ja nur gute Sängerin, alles wunderbar und hat etwas gleich und so, aber jedes Mal, dass die Gefloskelzeug da, oh, ihr seid so lieb und passend auf euch auf und mein Gott und hin und her und so. Und das Schlimmste ist von denen, gibt nochmal so einen Schlimmen, wer ist jetzt das? Der Göller, das ist ja unglaublich, was der Zeug. Und der Heinzmann, das ist nochmal irgendeiner. Es sind fast alle Musiker, die irgendwie bla bla bla. Und das kenne ich bei den Comedians, ich kenne das nicht. Ich glaube, dort hütet man sich ja ein bisschen davor. Ich weiß nicht, welche Comedians irgendwie einen Sonntagsblick Doppelseite machen, wo sie dann eben über das Weltgeschehen befragt werden. Und Comedians nicht. Die haben immer das Gefühl, wenn ich etwas dazu zu sagen habe, dann will ich sie auf der Bühne sagen, oder? Ja, wir lernen es gerade raus, ja. Ja, und dann auch so, wie ich es will. Und dann kann man es auch besser verstehen, was auch immer ich dazu will sagen. Und oft ist es ja mit dem Hintergrund, das sollte ja auch noch lustig sein. Und Musiker können das halt wie weniger, denke ich jetzt mal, also es ist alles sehr pauschalisiert, aber wenn dann irgendwie, bleib mal beim Göllen, wenn dann der Sonntagsblick sagt, komm, wir machen eine Doppelseite Sonntagsblick-Interview oder was weiß ich, dann kann der ansitzen, dann kann er ein bisschen rumwettern, was er in den Songs nicht so gut kann, weißt du? Ja,
Ja, es ist so, es ist einfach unglaublich, wie viel Schrott da aus diesen Mühlen rauskommt, wo keine Sau interessiert. Entschuldigung, also das ist eben auch so etwas, wo ich einfach nicht begreife. Und die Leute, wenn, sie wollen es ja. Sie wollen es ja lesen, sie wollen es ja hören. Also interessiert es doch. Ja, es muss sein, oder? Yeah. Aber wenn wir haben im Moment haben wir die Erfahrung, die Auftritte, die ich habe, fast alle, schreiben uns die Journalisten, wir sollen doch ein Interview machen, selber und ihnen das schicken. Und das ist irgendwie, am Anfang haben wir uns ein bisschen aufgeregt, der Hardy und ich, aber in der Zwischenzeit ist das das Beste vom Besten. Wir können dann wirklich ein bisschen Gas geben, auch nicht irgendwie, oh, das dürfen wir nicht schreiben und bla bla bla. Und es hat sich schon wahnsinnig verändert, finde ich. In der letzten, also das finde ich jetzt. Zum Guten oder zum Schlechten, ich weiß es nicht. Es ist schon sehr, sehr so richtig, richtig wilde Sache hat es einfach schon nicht mehr genommen, glaube ich. Also so, weißt du, sie verändern ja nichts, wenn einer sagt, ich habe mein Haus selber gebaut und habe einen Trax noch gekauft und irgendwie da schlafe ich. Also das ist, wir haben auch alles selber rausgeschaufelt, Dreck und so Zeug. Schon alles Haus gesehen, aber wer interessiert das? Es ist so, schlussendlich interessiert es die Bank, ob du das eben kannst oder nicht. Also, ich bleibe jetzt beim Göllen. Bei ihm ist es natürlich, er ist ein Bietzer und das ist ja Teil des Images. Dann musst du das ja auch aufrechthalten, oder? Nein, ich finde das auch, ist nicht nur abwertend. Ich finde das auch voll okay. Also die Leute, es geht ja ganz schlecht mit so viel Krieg und so viel Wirtschaft, Scheiße und was weiß ich was und Rechtsrutsch und hin und durch und Trump und so Zeug. Natürlich musst du denn das, willst du das hören? Ja. Yeah. Nur das, oder? Und je mehr so Quatsch umeinander ist auf dieser Welt, desto mehr Quatsch hörst von unseren Promis, oder? Ja, yeah, ja. Yeah. Also von unseren Schweizer Promis. Yeah. Es gibt schon deutsche, Amerikaner, Engländer, Skandinavier, Promis oder Musiker oder eben auch Comedian, die dann anders austeilen als ich habe ein Haus selber gebastelt und so. Und da kann man nochmal Klartext reden, aber ich weiß, was du meinst, das natürlich als Bürger kannst du das nicht. Der Schwanz soll leben. Wunderbar. Genau, da musst du als Bier. Ja. Aber was ich auch lustig finde, eben so, dass man mittlerweile die Interviews selber muss schicken muss. Habe ich jetzt auch schon zwei, drei Mal gesagt. Also, entweder machst du es dann und findest eben, ich gebe Gas. Aber ich habe es jetzt schon zwei, drei Mal gesagt. Ich kann sehr gerne Fragen beantworten, wenn ich wenigstens Fragen kriege. weil ich einfach so wie finde, so zu 100% euren Job wollte ich nicht machen. Also ich kriege ja dann nicht am Schluss etwas aufs Konto überwiesen für das. Absolut. So, das ist sehr absurd. Aber das das sind so die kleinen Veränderungen. Ich meine, du hast noch Zeit erlebt, wo jemand von einer Zeitung gekommen ist und danach hat eine halbe Seite darüber geschrieben, wie jetzt da oben gesehen ist, oder? Das gibt's einmal, wir sind SRF, nein, DRS hat das dazu mal noch geheißen, 2 auf St. Gallen, das war so ein Regionalzeug gewesen. Und dort haben sie mir gerade bin ich ja ziemlich am Anfang dabei gewesen. Ja. Yeah. Und dort habe ich über 2 Jahre habe ich im Kleinen noch, da glaube 400 Leute hat es dort noch gehabt. Yeah. Und das Grosse. Und ich habe dort auf 2 Jahre mehr oder weniger hintereinander dort gespielt. Und eigentlich gut. Also ich bin glaube zu 95% ausgelastet gewesen. Neben mir dazu mal der grosse der Marco Rima und der Massimo Rocchi und die das ist auch schnell ausverkauft gewesen und dann haben sie nicht mehr gewusst was und dann sind sie halt zu mir gekommen. So. Aber es hat funktioniert und ich hatte ja noch nie gute Kritiken gehabt, noch nie. Also NZZ und Tagi, die haben mich
immer verrissen, also bis heute, das ist voll okay. Und wir haben dann irgendwie halt die grossen Verrisse, der Humor, der Grobhumoriker, bla 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 und so, haben wir dann immer wo wir dann mal eine Homepage hatten, viel später, immer einen Tag vorne drauf tun und so. Yeah. Und das hat eigentlich funktioniert, die Leute haben das cool gefunden und sind schauen, ob es wirklich so schlimm ist. Und dann habe ich mal ein Interview gehabt, eben im DRS2, und das hat eine Frau gemacht mit mir. Yeah. Und die muss richtig Angst gehabt haben. Also wir sind so, wie wir zwei, geschwätzt und so. Sie hat so Fragen gestellt und ich habe halt irgendwie halt geantwortet und ich bin ein nur schlechter Interviewer gewesen, immer schon. Darum haben sie wahrscheinlich auch ein bisschen Respekt gehabt, wie kriegt man einen, also ich bin nie ausgeflippt, aber ich habe manchmal einen gedacht, komm, lass mich in Ruhe und so. Und die hat am Schluss, darum weiß ich, sie ist noch so nervös gewesen, sie ist so ein Jäckli angehabt. Yeah. Und sie hat am Schluss das Jäckli abgezogen und hat das T-Shirt, das sie angehabt hat, knalle nass gewesen. Und dann habe ich gesagt, es ist schon ein bisschen heiß da drin. Dann hat sie gesagt, nein, das hat mit dem nichts zu tun. Sie war so nervös gewesen, weil man wusste, bei mir hat sie gehört nie genau, wie ich funktioniere. Aber das sind schon andere Zeiten gewesen, halt, und die haben dann aber auch, das hat dann schon noch Kraft gehabt, so ein Interview, oder einmal Benissimo, das sind 60 Auftritte, wo du nachher gehabt hast, oder? Ja. Yeah. Und das ist, das hast du heute natürlich nicht mehr. Also zum Glück haben wir euch, der Podcast macht, das ist das Neue halt, auch nicht mehr so neu, aber einfach das, wo halt das Fernsehen ein bisschen ersetzt, so das Grundrauschen, dass man das hat und so. Aber viel, viel mehr Arbeit für euch. Es ist schon aufwendig, ja. Ist sehr aufwendig, ja. Und auch cool, dass es das natürlich gibt, auf jeden Fall, für Junge. Ich glaube schon, dass wir zum Teil ein bisschen einfacher gehabt, weil es einfach noch nicht so viel gegeben hat auch. Das ist ja immer, also wahrscheinlich belegbar ist es ja eh nie. Nein. Aber es sind ja, glaube ich, wirklich einfach verschiedene Umstände, dass man sagt immer, ja, früher hat es auch viel weniger eben Komiker gegeben an sich. Jetzt ist natürlich die Frage, hat es wirklich weniger gegeben oder sind einfach nur wenige effektiv damals eben in den Medien gesehen und aufgrund von dem sind das dann einfach so wie so die Krone oder so das Top von der ganzen Nahrungskette gesehen. Also weißt du, das ist so aber schwierig zu sagen. Ganz am Anfang kann ich mich einfach erinnern, so Anfangs 90er Jahre, wo ich mit zwei Männern auf der Bühne gewesen bin, drei Ideen, Andrea Zock und Florinka Wirzel und ich. Wir haben gesungen und bababa und sind neben Marco Cello sind wir die Einzigen gewesen, die das gemacht haben. Yeah. Und das ist schon so, dass es wirklich nur ein paar Verrückte gegeben hat, die gefunden haben, so, mit dem kann ich jetzt leben. Mhm. Und das hat es heute viel, viel, viel mehr, wo sie sagen, komm, ich probiere es doch einfach. Genau. Und das ist, glaube ich, ich glaube schon, dass es in den 90er und vorher natürlich 80er und 70er Jahren viel, viel weniger gehabt haben, die gesagt haben, nein, da kann ich jetzt, ich mache das als Hobby und mache einen Beruf und verdienen Geld und bla 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 und so. Das ist schon eine neue Erscheinung. Weil heute ja eben auch klar gezeigt wird, dass es möglich ist, oder? Ja, ist die Hemmschwelle weniger groß? Aber ich weiss, vor 20 Jahren, das habe ich schon ein paar Mal da erzählt, ziemlich genau vor 20 Jahren, mein bester Freund und ich reden, dass er, aber weißt, ich bin nicht gut in der Schule. Und dann haben gesagt, ich will Komiker werden. Und also, das gibt es nicht. Das geht nicht in der Schweiz. Also weißt du, so für ihn der realistische Weg so, du wirst nicht können mit dem Geld verdienen. Er hat gesagt, eben, es gibt den Marco Riemann und den Peach Weber. Er hat gesagt, that's it. Ja. Das gibt's nicht. Und ich so, ja, aber das war ja vielleicht eben gerade Chance, irgendwann müssen ja neue kommen und was weiß ich. Und das muss ich bis heute Marco Riemann gross anrechnen. Als ich noch nicht Comedy gemacht habe, habe ich mit ihm darüber geredet und er hat gesagt, ich überlege mir, dass irgendwie zu machen, weil es schon immer mein Traum war. Und auch einer gesehen, der gesagt hat,
Mach, unbedingt, weil eben, es muss neue Leute geben, die das auch wieder machen. Und es war nicht ein Verhinderer gewesen, oder? Nein, überhaupt nicht. Auch zu meiner Zeit, das erste Mal im ersten Humorfestival Rosa, wo sie waren, Marco Cello, mir als 3D. Und Duo Fischbach hast du noch gesehen und zwei, drei andere noch, wo nicht mehr sind. Das war ganz klein und so. Und dort hat er auch mich gesehen und gesagt, du Kopf, du musst weitermachen. Und dort habe ich ja noch 8 Jahre noch im Geschäft, also Bäcker-Konditor, noch geschafft. Und er ist überhaupt kein Verhinderer. Er ist immer wieder gepusht relativ schnell auch Telefonnummern gegeben. Man hat ihn können fragen und also bis heute, das ist ein guter. Weil das sage ich ja immer von dir. Habe ich schon ein paar Mal erzählt, ich sage es jetzt auch noch, weil du da bist. Der erste Auftritt, den ich mit dir hatte, hast du nachher gesagt, hast du schon mal zu Kur gespielt? So, nein, noch nie. So, ich glaube, beim zweiten Programm irgendwie ein paar Auftritte, weißt du so. Und dann hast du mir eine Telefonnummer gegeben und gesagt, so heisst er, so ist Theater und ich weiß auch nicht mehr, ein halbes Jahr später bin ich dort auftreten. So, und das ist auch dank dir gewesen. Ja, das ist auch ich finde es super, weil Graubünden ist halt immer noch, wir haben wirklich fast keine. Also die Kultur ist bei uns nicht so geprägt wie Zürich, was gibt es noch, Bern, St. Gallen, Aargau, keine Ahnung, für die Graubünden gibt es. Basel natürlich, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und Graubünden ist so man hat es ja gern, also es ist ja nicht dass Bündner das nicht gern haben, aber es gibt sehr, sehr wenig und darum ist es cool. Ich glaub, also du bist ja immer noch einer von den wenigen, die dort, ausser zum Humorfestival natürlich. Yeah. Aber so das Jahr durch, nochmal eine Kur, Kleinbühne, Werkstatt, blablabla, bla, bla, es gibt ein paar derig. Wo man könnte etwas machen, sehr, sehr wenig. Ich glaube, so vor allen deutschsprachigen Kantonen ist glaub, nur noch das Wallis hinten dran. Ja, das stimmt. Also, dort ist es noch schwieriger. Ja. Weil jetzt eine Weile, wo mein Fenster ganz offen war, habe ich im Wallis noch relativ viel gespielt. Yeah. Und das, Fischb. Brieg. Ja, beides. Yeah. Und nochmal Natters, wie heisst es da? Also einfach der Oberwallis. Yeah. Und im Brieg zweimal oder dreimal sogar. Und sie sind halt schon ähnlich, sie sind huren ähnlich wie wir Bündner. Yeah. Aber sie, irgendwo ist schon noch cool. Ich will gerne wieder einmal, ich habe auch eine Fangemeinde, immer noch dort unten, eine kleine, jetzt hat gerade ein Radio. Super Sachser oder wie der heisst, hat angeläutet und hat Nummern wählen von mir und pusht mich ein bisschen dort unten mit dem Buch. Ganz herzig. Sie haben schon Humor, die Typen und vor allem Weisswein und du gehst ja nie nüchtern auf die Bühne. Also mir hat es sehr gefallen und zwar alles, man müsste es bearbeiten. Ja, es ist... Es ist einfach weit weg. Es ist weit weg, es ist ein Prozess. So. Ja. Aber wir sind auch dran. Wir kriegen es noch an. Das finde ich cool. Also ich glaube, man kriegt das her dort. Ich glaube es auch. Ja. Also ich bin fest davon überzeugt. Ja. Bin fest davon überzeugt. Jetzt probieren wir noch ein Feelgood zu finden, wo eine Erinnerung ist von dir. So, jetzt haben wir über viel Aktuelles, jetzt haben wir eben über auch die Vergangenheit geredet, aber so einen ganz klaren Moment in deinem Leben, wo du gefunden hast, wow, was jetzt gerade passiert, das ist eins von den besten Gefühlen, die ich jemals in meinem Leben hatte. Also eins, das ist noch nicht so lange her und das sage ich jetzt auch nicht, weil du da hockst. Eins von der ganz schönen Geschichten ist natürlich letztes Jahr gewesen, Kleinbühne. Wo wir neunmal zusammen gespielt haben. Neunmal zusammen gespielt. Also ich habe Support für dich gemacht, wenn wir ehrlich sind. Du hast Support gemacht, aber du hast auch, es ist mit Essen gewesen. Es ist achtmal ist es voll gewesen und einmal haben wir müssen, glaube ich, absägen.
Achtmal ist es gesehen, stimmt ja. Achtmal ist es gesehen, voll und einmal haben wir uns abgesehen, weil keine Leute. Und dann hast ja du dann auch noch, haben wir dann auch gepostet, das Zeug, das kannst du besser als mir, alter Sack. Und das ist eine sehr schöne Geschichte gewesen, weil das vom Team her so gut gestimmt hat. Ja, das ist mega toll. Und zwar bei allen. Und das ist für mich so ein wahnsinnig cooler Auftritt gewesen, weil wir haben keinen Stress gehabt miteinander. Ja, weißt du, es ist kein Wettbewerb gewesen. Also ich hasse so Zeug. Wir haben dann, ich habe das eben früher ein paar Mal erlebt, bei Mixed Zone. Und man macht ja einen Abend zusammen. Yeah. Du ein bisschen weniger und ich ein bisschen länger, weil das so ist einfach. Aber es ist kein Stress für mich gewesen. Nein, aber darum sage ich ja zusammen gespielt. Das ist ja wir haben einen Abend zusammen gemacht. Ja. Genau. Und das ist eine von meinen ganz coolen Geschichten gewesen. Das habe ich noch nie gehabt. Ich habe noch nie einen, wie heißt das? Support. Ein Support habe ich noch nie gehabt. Das war für mich völlig neu gewesen auch. Und das hat für mich absolut gestimmt. Und ein weiterer war noch, der ist zwar blöd. Ich bin zweimal mit dem Schweizer Fernsehen, Rondo Mondo hat die Sendung geheißen. Oh, vom Leonard? Vom Leonard, ja. Gell? Der hat das moderiert? Ja. Habe ich in die Welt rausreisen. Einmal auf Schottland, auf St. Andrew, wow. Golfen. Und einmal auf Mombasa, auf Afrika. Und das ist natürlich, es ist einfach, das Zeug, das ich gemacht habe, ist nicht super gewesen. Aber du hast 10 Tage Mombasa irgendwo in so einem Hotel-Resort drin mit dem Florian Astad zumal noch. Haben wir ein bisschen rumgeblödelt und bla bla bla. Und das sind so schöne Momente halt gewesen. Auf Kosten von... vom Schweizer Fernsehen gehen. Gebühren. Das, wo es noch Geld gab, go umreisen. Und also muss sagen, man hat Gage, haben wir, glaube ich, keine gekriegt. Oder ganz minime. Aber dafür natürlich Reise, Essen, Hotel, alles wirklich vom Besten mit der Pia Schellenberg noch. Claudio Zuccolini war einmal dabei gewesen, in Schottland. Ist ein Redakteur gewesen von dieser Sendung. Ah, wirklich? Ja. Und das war auch ein wahnsinniger Moment für mich. Tust du selber golfen? Nein, ich hatte nur einfach die Golfernummer. Und dann ist es so gewesen, dass wir wirklich in St. Andrew gedreht haben. Und jetzt ist es so, jeder Golf-Profi, nein, nicht Profi, jeder Golf-Fan, zum Beispiel der Kantonalbankchef von Chur, war so einer gewesen, dazumal, die warten ja 5 Jahre. Bis die auf den Platz dürfen. Yeah. Die müssen sich anmelden. Also ich weiß, ich werde nie dort spielen. Genau. Aber es ist toll. Und ich bin als Nobody dort rauf mit dem Schweizer Fernsehen und so. Und dann haben wir einen Tag lang gebraucht, bis wir überhaupt Bewilligung gekriegt haben, dass ich dort reingehe. Yeah. Dann haben sie mir Kleider kaufen, weil das die richtigen müssen sein. Dann habe ich müssen mit einer Managerin von dem St. Andrew Platz so ein Übungsding machen, etwa 2 Stunden, den Ball wegkriegen, ohne dass sie den Rasen vernichten. Und das Problem ist, in der Nummer drin ist eben genau das vorgekommen. Einmal den Rasen vernichten und einmal den Schlägel davon säckeln lassen. Und das haben wir dann aber nicht gesagt, aber gemacht. Und die ist total durchgeflippt. Ich bin aber auf dem Rasen gesehen. Dann bin ich heimgekommen und dann der Kantonalbankchef von Chur, der Herr Vinzenz, den kenne ich gleich halt wie ich, glaube ein Jahr älter. Habe ich gesagt, ich bin auf St. Andrew gewesen, Golf, und der ist natürlich halb durchgedreht, weil er ist eben einer von denen gewesen, der sich angemalt hat und noch 3 Jahre hat man es erwartet. Wahnsinn. Ja. Und das ist cool gewesen. Mombasa ist auch lässig gewesen, aber nicht so eine intensive Geschichte wie in Schottland. Ja. Ja, also St. Andrew ist mega schön und Schottland sowieso. Ja, in Edinburgh haben wir dürfen übernachten und wirklich, wirklich cool gewesen. Ja. Gut, das sind jetzt berufliche gesehen. Hast du noch private Feelgoods aus deiner... Oh ja, also man kann man schon mal nennen. Also vor... es ist jetzt 40 Jahre her. Nein, 40... Jesus Gott, es ist über 40 Jahre her, wo ich meine Frau einen Tanzkurs
kennengelernt habe, in Chur. So ein Schießprojekt vom Kanton Graubünden. Man dort die Studierten, also die, wo studieren, von der Kante, die von der Kante tut man zusammen mit den Handwerkern. Mhm. Das war so ein Projekt gewesen, und das hat hinten und vorne, bergauf und bergab, absolut nicht funktioniert. Und zwar relativ schnell nicht. Aber ich habe mich dann für einen Tanzkurs entschieden und dort habe ich meine Frau kennengelernt. Und das ist, glaube ich, schon zum Nachhinein ist es schon ein verdammt hohes Gefühl gewesen, wo ich so nicht kennt habe. Ja, yeah. Also hast du in dem Moment schon realisiert, dass das, ja, dass das jetzt so ist? Ja, es hat irgendetwas gehabt, ich keine Ahnung, ob sie gut geschmeckt hat. Oder, zuerst sind noch Zwillingsschwester und zuerst bin ich eigentlich, habe ich die wollen. aber das ist dann wie, ich habe gemerkt, nein, und bin dann auf die anderen. Sie sehen, sie sind zweijährige. Okay. Ja, ja. Okay. Und es ist gut so. Und wirklich das ist schon ein Moment, wenn du zuerst mal merkst, da tun Sachen in dir und neben dir, wo du einfach nicht kennst. Yeah. So der Moment. Weil ich bin ja in einem Knabeninstitut aufgewachsen, mit 12 bis 14 und dann mit 14 bis 16 in einem anderen Internat und habe so von Frauen, ich habe keine Ahnung gehabt. Ich habe gerne gewusst, dass das, warum die da sind. Und dann irgendwie halt mit 16, 17, 18, bin glaube 17 gewesen, so etwas. Zuerst mal so etwas, so ganz komische Gefühle. Das ist, und es hat ja gekippt, also wir sind immer noch zusammen. Wir sind jetzt dann 39 Jahre verheiratet, 38 Jahre. Wow. Irgend so etwas. Und sie ist eine gute. Mag sie immer noch. Aber das war so, schon ein Moment, gewesen, wo ich, das geht nicht mehr raus. Yeah. Ja. Und haben dann zusammen müssen tanzen? Ja, dann haben wir den Tanzkurs gemacht und haben dann natürlich nicht mehr wollen aufhören und haben wie gemacht und gemacht, ein Jahr, zwei Jahre und so. Irgendwann sind wir so weit gewesen, dass wir, wenn die Tanzlehrerin ab und zu frei hat, weil haben wir dürfen übernehmen. Ah, wirklich? Ja, also es hat, weißt du, so die normalen, so Jive und Foxtrot und Tango, also so Cha-Cha-Cha und so Zeug. nichts Schwieriges. Und jetzt haben wir aber schon lange nicht mehr getanzt, weil ich dann irgendwann einmal so heiß gekriegt beim Tanzen, so geschwitzt und das hat grusig ausgesehen, ich habe mich ein bisschen geschämt. Und vor allem, als wir dann auch kennengelernt haben, bist du auf der Tanzfläche und alle sind gekommen und ich dachte, magst du noch? Ich mag einfach nicht mehr, magst du noch? Und so. Und dann habe ich irgendwann gesagt, oh, lecker mich am irgendwo und haben dann aufgehört und jetzt hat sie letztens gesagt, wir könnten doch wieder anfangen tanzen bei so Senioren-Dings und der geht gerne nicht, das mache ich nicht. Das ist, aber daheim könnten wir ja, mal irgendwie in der Küche. Ja, ja, nein, wir müssen es wieder anfangen, aber auch im Ausland irgendwo weg. Ja. Yeah. Und sicher nicht Senioren tanzen, das nein, mache ich nicht. Line Dance, kennst du das? Yeah, grauenhaft. Ich bin gerade letztens in so einem Country-Festival gesehen von einem Halbtoben. Es ist so geil. Irgend so. Die bin ja nicht singen können, die bin irgendwie so Töne machen. Und dann wirklich viel Frauen vor allem, wo so mit so gemäschten Haaren. Yeah. Das ist eigentlich ein volkstümlicher Anlass, ein bisschen mehr. Rock'n'Roll hat es drin halt bei der Country-Musik. Yeah. Aber die haben das gemacht, grauenhaft. Oh, es gibt eben, wenn ich es finde, schicke ich dir das mal. Es ist in der Tragik, das ist ja oft, warum man etwas lustig findet, in der Tragik sucht man ja den Humor, oder? Und es ist ein Video von einer Beerdigung und das ist halt jemand, der Line-Dance gemacht hat. Und dann hast du, also ich glaube, fünf sind es. Oh. Und sie sind wirklich, sie sind natürlich absolut, sie sind so traurig. Und dann
Dann stehen sie dort und dann finden sie, sie machen jetzt nochmal eine Line-Dance halt zur Ehre ja. von dieser Person, die gestorben ist. Und sie schaffen die die Gemeinschaft und dann ist fünf und dann macht es 5, 6, 7, 8 und dann fühlen sie an. Aber sie sind mega traurig. Und es ist wirklich, mit einem Auge habe ich gekühlt und mit dem anderen bin ich verreckt vor Lachen. Es ist wirklich so, es hat so ein richtiges Gefühl gehabt von so einer englischen Komödie. Ja. Und sie müssen dann, man muss dann halt, ich würde mal auf einem Schiff gesehen, auch eingeladen gesehen, so eine Comedy, aber Karibik dazu mal noch. Oh, ist das mit Menzler gesehen? Mhm. Ja. Yeah. Natürlich auch ein sehr schöner Moment gesehen, obwohl. Okay, erzähl schnell, ja. Und dort haben sie eben auch die Sachen gemacht auf der Bühne. Ja. Yeah. Jeden Abend. aber die haben ja Freude. Also ich darf nicht Abschätzung tun. Also die Frauen und Männer, also eben wie gesagt, sind glaube vor allem Frauen, die haben ja nur Freude und die sollen Freude haben. Es ist wunderbar. Absolut. Ja, also ja, nicht mich falsch verstehen. Ich finde es einfach bei mir, das nein. Nein. Ja gut, wenn du Cha-Cha-Cha hast, dann... Ja, aber da hast du wenigstens, oder? Ja. das war dort, wo... also du bist logischerweise auf Deutsch auftreten, aber es hat ja auch noch anderssprachige Comedy-Shows gehabt, oder? Ist das dort gewesen, auf dem Schiff? Ja, aber nicht... das sind einfach etwa 200 Schweizer, die da mit gesegelt sind auf dem Schiff. Und gesamt sind etwa 5'000 Leute auf dem Schiff gewesen. Und jetzt die 200 Schweizer haben der Enzler und mich. Ja. Ist nochmal jemand gewesen, der Scher, den gibt es immer noch. Der Freddy Scher ist noch dabei gewesen. Yeah. Das ist genau der Scher, Klaus Scher, der das organisiert. Und dann hast du einfach so ein Zeitfenster gehabt, du hast einfach die Baren dann reserviert. Ja. Yeah. Und du hast nicht mehr als 55 Minuten dürfen machen. Ja. Yeah. Nein, nicht einmal, 50 Minuten. Ja. Yeah. Und dann bist du rausgerührt worden, also die Leute auch. Dann haben sie umgebaut für den Bar und für die anderen Komiker, aber die anderen Komiker sind eben auf der Grossbühne gewesen. Ah, okay. Also wir nur auf der für 200 Leute. Einmal. Mhm. Ich einmal, Enzler einmal und der Scher einmal. Yeah. Und sind 10 Tage in der Karibik rumgeschipperlt. Auch ein sehr schöner Moment gewesen. Hast du nicht sogar zu lang gespielt? Und danach sind schon Amis reingelaufen. Ja, ja. Ja, ein bisschen, denke, komm jetzt. Mein noch einer. Und dann, und hin haben sie schon angefangen, die Leute rausrühren und umstohlen und die haben vorne. Weil man macht ja sonst nichts. Eine Stunde, 10 Tage unterwegs, das ist schon gebig. Ja, das Höchste, was ich bis jetzt gemacht habe, ist 2 Auftritte in 3 Tagen auf einem Schiff. Aber das war nur Flussfahrt gesehen. Aber ist cool, oder? Ist sau cool. Das ist richtig geil. Ja, die Leute haben Freude und alles ist wirklich lässig. Und auch für uns ist so ein bisschen eine gute Abwechslung, oder? Absolut. Nein, ja. Ich habe es geliebt. Ja. Ich habe es richtig geil gefunden. Genau. Basel, Straßburg. Ja. 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 Top. Gut, du siehst noch ein paar Schleusen auf dem Weg. Aber wirklich, das ist noch spannend. Ist auf einmal so, denkst du, das ist jetzt der Wand. Und dann merkst du, das ist jetzt die Schleuse. So. Ja. Aber es war super geil gewesen. Und schön. Und ich finde halt, ich bin immer fasziniert von so Ort. Ich liebe ja zum Beispiel auch einen Flughafen oder so. Also weißt du, so, wie will ich sagen, so Ort, wo es irgendwie alles hat, aber du bist nicht die ganze Zeit dort, oder? Und das ist eben so ein Kreuzfahrtschiff, ist so ein Flughafen, ist so auch ein Bahnhöfe, Einkaufszentren. Ja. So, aber du hast eigentlich alles. Also in der Theorie könntest du immer dort leben. So. Ja. Aber du machst es nicht. Ja. Logischerweise. So, aber ich finde. Der Bahnhof Luzern hat einmal die super Idee gehabt. In einer Halle drin, und Bahnhof Luzern ist, glaube ich, hat am meisten Pendler. Ah, wirklich? Glaube ich, in der ganzen Schweiz. Yeah. Und mit Touristen. Ja. Tausende, Millionen.
und haben mal die super Idee gehabt, in der Halle dort so eine Comedy Session zu machen mit mir und mit dem Sardella. Mhm. Dann irgendwie 500, 300, 400 Stühle reingestellt, nur hohe Bühne, Licht bis zum Gott nicht mehr, Mikrofon, alles wunderbar. Und dann sind wir dann gekommen. Laut natürlich. Und irgendwo hat dann der Chef gesagt, Rolf, du bist dran. Und dann habe ich gesagt, ja, aber da hockt ja niemand. Und dann hat er gesagt, ja, du musst jetzt einfach da vor und so. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Hat dann ein paar sind dann abgehockt und viele sind natürlich hin und her und haben nichts verstanden. Und das war wirklich eine abartige Scheissidee gewesen. Sie haben es, glaube ich, nur einmal gemacht mit uns. Und so Musiksachen machen es, glaube ich, immer nur, das kann funktionieren. Ja, ja. Ja, das, wir haben das mit auf der Skipiste. Comedy auf der Skipiste. Wo sie da machen sie jedes Jahr ein grosses Musikfestival, weißt, wo dann immer irgendein Riesenkracher auftritt und sonst noch ein paar. Und dann haben sie irgendwann gefunden, wir machen am anderen Tag machen wir noch eine Comedy-Show. Oh. Am 1 am Nachmittag oder so. Ah. Und es ist quasi gratis Eintritt, du brauchst halt auf das Skiticket. Du musst auf den Skipass haben, oder? Und jetzt ist auch Rob ist dabei gewesen, Europax und so. Und dann hast du eine riesige Bühne und dann hinten hast du das Restaurant und so, oder? Und ich habe meinen Kollegen mitgenommen, wo alles begleitet hat, filmisch. Ich habe das alles. Wir haben es mal so roh haben wir es geschnitten. Ich habe es bis jetzt noch nie aufgehauen, aber vielleicht mache ich es irgendwann. Und wirklich, ich glaube, Europax hat angefangen und sind einfach nein, dort ist, glaube ich, noch gar niemals. Und, ja, das ist, und, ja. Es gibt einfach gewisse Sachen, die, glaube ich, einfach nicht funktionieren. Aber ich finde es okay, das, weißt du, ist ja noch mutig. Irgendwo. Das ist mega geil. Ja. Und dann hat, wir haben, bei dem, weil wir es eben gefilmt haben, es gibt eine Aufnahme, wo wirklich, da ist gerade der Skilift ist angehalten gesehen. Das heisst, die hat sich nicht bewegt. Und dann hast du so drei Leute auf so einem Sessel, die so dort hocken und so runterschauen. Und ich mache irgendwie die blöde Clubnummer. Das ist richtig geil gesehen. Richtig geil. Tom, es gibt, ja, eben, ich liebe so Art. Ich gehe in dem auf. Und das ist eben das mit dem angstfrei, wahrscheinlich. Das ist einfach so. Ja, da bist du vielleicht schon. Das liebe ich. Dort geht es für mich erst richtig los. Ja. Weißt du? Nein, ich muss dann immer. Aber jetzt ist auch viel. Auch dort ist okay gewesen. Aber ja. am Anfang, wenn. Ich bin so aggressiv geworden, dann haben auch vom Publikum zusammenschießen, obwohl die können nichts dafür. Das sind ja da, oder? Und dann hat man mir ganz am Anfang gesagt, ich soll mit dem aufhören. Und ich bin wirklich richtig böse geworden. Natürlich nicht wegen dem Publikum, sondern mit den anderen. So richtig schnodderig, oder? So. Und das habe ich natürlich im Bahnhof habe ich das nicht gerade so, ja. Aber schon auch einfach durch. Tag, danke. Und der Sardella hat das viel, viel besser im Griff gehabt. Ja. Und hat auch, eben, wir haben beide nicht Leute gehabt. Ja. Ja. Nein, da bin ich nicht stressfrei und nicht angstfrei. Ich bin so sah. Da bist du, glaube ich, eine coole Ausnahme. Ich habe mal an einem Festival moderiert. Dann ist eine grosse Band, irgendwie so. Also, ich glaube, einerseits bekannt, ich weiß nicht, wie sie heißen, und andererseits auch wirklich viele Leute. Brasilianische Band, sind irgendwie 12 Leute gesehen oder so. Gell? Und die haben mir vor ihrem Auftritt haben die mir eine Geschichte erzählt. Die sind halt hauptsächlich eben so Süd-Mittelamerika, Nordamerika weniger, haben sie gesagt. Aber einmal sind einer gekommen, der hat sie irgendwie gesehen bei einem Konzert und hat gesagt, hey, ich will euch in den USA, ich behaupte jetzt Chicago oder irgendwie so, ja. Ich will gerne ein Konzert von euch. Es ist ein tolles Theater, so ein halbes Opernhaus, weißt du, irgendwie 2500 Plätze und so. Oder? Und die so, pfff. Also ja, machen wir mit Fixgage. Und ihr, ja, Betrag gesagt, das ist super, Flüge, eben 12-köpfige Band, so, oder? Gehen die in das Theater, wow, Wahnsinn. Und dann kommt der Typ und sagt, also, so um 8 Uhr geht es dann los, oder? Und die, ja, ist gut.
Und dann schaut irgendwann mal einer, weiß doch auch nicht mehr, am 7. schaut er mal hinter dem Vorhang führen. Niemand dort. Und um 7:30 schauen sie wieder. Und dann mit der Zeit schauen sie auf die ganze Zeit. Und merken, das ist immer noch leer. Und irgendwann kommt es am 7:45 kommt der Typ wieder und sagt, ach so, am 8, gell? Geht jetzt dann gerade los. Und die sagen, aber es ist ja niemand da. Nein, nein, es ist nur meine Frau und ich. Schade. Aber es ist nie kommuniziert worden. Hätte sie auch nicht zu interessieren gehabt, blöd gesagt. Nein. Weil sie haben ja eine Fixgage abgemacht. Ja. Location. Heieiei. Da hat das einfach für sich und seine Frau, die haben irgendwie Hochzeitstag gehabt. Ja. Und da hat irgendwie die Band gesehen und da hat ziemlich viel Stutz. Da hat er, da ist so, und sie haben gespielt. Ja. Hat, so geil. Dann haben sie oft für die zwei gespielt. Aber sie sind von Brasilien dort angeflogen. Irgendwie 12 Leute. Hotel. Hotel. Jetzt ja, sicher und richtig. Ein Riesenbatzen. Ja. Ja. Ich habe mal den höchstdotierten Preis in Österreich gewonnen. Oh. Dazu mal in den 90er Jahren, dazu mal 5000 Stutz. Mhm. Also es sind drei Preise gewesen, Raiffeisen, Publikum und Jurypreis. Und ich habe alle drei abgeräumt. Yeah. Und dann habe ich 10-mal im Österreich mit dem ORF spielen. Ja. Yeah. Rund um Innsbruck und so in den Hügeln oben. In Innsbruck, der erste Auftritt. 52 Leute gestohlen, alles wunderbar. Ist mir nur in den Sinn gekommen, wegen 1 Minute vor 8 Uhr habe ich rausgeschaut zum Vorhang. Niemand. Einfach niemand. Nur die Kassenfräulein vorne und der Veranstalter. Und dann am 8. Uhr ist der Veranstalter gekommen und ich gesagt, was ist? Er hat gesagt, nicht einer. Es ist nicht eine Person ist gekommen zu dieser Show. Und dann haben wir zusammengebrochen und sind dann, haben uns voll laufen lassen. Nicht aus Frust, so, ein bisschen aus Frust auch. Aber einfach, das ist, ich hatte noch einen Musiker dabei gehabt, genau. Und die anderen, die haben aber vollkommen funktioniert. Also bis 300 Leute hat es gehabt. Yeah. Einfach Innsbruck null. Ja. Wahnsinn. Vor mir, einen Tag vor mir, der Helge Schneider. Yeah. In dem Saal. Ja. Yeah. Knalle voll natürlich und ich noch einen Tag später einfach null. Vielleicht ist es gesättigt gesehen, weil der Helge schon auftreten ist. Nein, ja, mich auch nicht kennt. Also ich habe einfach den Preis gewonnen und das ist vom ORF ist das begleitet worden. Und auf dem Land haben die einfach, keine Ahnung, schaut man mehr ORF. Also in Innsbruck läuft einfach zu viel. Es hat nachher ja funktioniert, das war ja kein Problem gewesen, yeah. Einfach dort nicht und voll okay. hat ja auch nachher dann gesagt, nein, nein. Also bevor wir jetzt abschließen, möchte ich noch sagen, ich möchte eigentlich noch wissen von dir, weil du jetzt eben gesagt hast, viel gut ist jetzt die Freiheit und was kommt, das kommt und so und es wird weniger. Weißt du für dich schon ein Enddatum, wo du nicht mehr spielst oder lass das so frei? Ich bin so labil, das kannst du dir gerne vorstellen. Ich kann das, glaube ich, nicht. Also, das läuft. Also, sagen wir mal so, wenn ich davon merke, dass es wirklich weniger wird, dann schiebe ich den Hebel. Okay. Weil ich will nicht, dass es peinlich wird. Ja. Yeah. Das will ich nicht. Aber, das verstand ich. Im Moment sieht es nicht so aus. Und bis am 11. Dezember 2025 habe ich noch Auftritt. 11. Dezember 2025 ist ein Rosa Humorfestival. Ich wollte sagen, nehme ich jetzt mal an. Nochmal wollen. Und da bin ich 66. Das ist das 34. Humorfestival. Macht irgendwie 100. Keine Ahnung, also auf das freue ich mich ein bisschen auch jetzt, aber es ist noch so weit weg. Und nachher schauen. Gut, weil das wollte ich eigentlich sagen. Ja. Ich hoffe, dass du es noch ganz lang machst, weil ich bin nach wie vor, früher aus der Ferne und jetzt ein bisschen mehr aus der Nähe, ein riesen Fan von dir und danke. Deiner Comedy und du hast irgendwann mal, in irgendeinem Anfall, hast irgendwie gefunden, ich höre ja jetzt dann auf und ich habe gedacht, das war etwas vom Schlimmsten, was könnte passieren.
Es muss einfach, ich glaube nach wie vor, das ist wie mit den Freunden oder mit den Kollegen, man muss wie reinigen dort oben, yeah, damit man wieder ein neues Solo kann. Yeah. Und das ist jetzt bei mir ein bisschen passiert. Yeah. Und darum, du hast mir ja mal letztens gesagt, du bist so enttäuscht, dass ich nicht mehr da, weißt, mich nicht mehr gemolten habe, weil es sind jetzt ein paar, die mir angerufen haben. Wo ich wegen dem Podcast? Ja, jetzt nicht nur, aber einfach so, wo ich mich wie nicht mehr gemolten habe, ich habe yeah nicht mehr, wie nicht können. Das war so wie blockiert gewesen. Und, yeah, und jetzt fange ich, das ist jetzt bei mir, gewisse Sachen fangen jetzt wieder an. Und das, yeah, das ist cool. Und eben merken, wenn das Fenster ganz zugeht, dass, wenn ich das noch schaffe, dann bin ich sehr, sehr zufrieden. Dann bist du bei 10 vor 10. Dann bin ich bei 10. 10 vor 10. Oder 10 genau vor 10. Rolf, vielen, vielen Dank, bist du da gewesen. Danke dir vielmals, Joel. Es war ein Spass gewesen und wir haben es mit dem Konzept durchgekriegt. Yes. Ist das nicht schön? Das ist wunderbar. Danke. Danke, Christoph. Bis bald. Peace.